Willkommen zurück zu Kingdom Come und unserem kleinen Heinrich hier. Ich bin jetzt immer noch am gucken, wegen den Schuhen. Ob wir da mal was Gescheites kriegen. Die haben jetzt viele unterschiedliche Schuhe angehabt. Am besten haben mir diese hier gefallen oder eher die weißen sogar. Aber da geht es eher um die Sichtbarkeit und die Auffälligkeit und das finde ich jetzt auch nicht geil. Wir sollten halt ein bisschen gucken, dass wir nicht so auffallen und so. Pilgerschuhe sind mir zu teuer. Die Schlappen sehen halt komisch aus. Das hier sieht halt auch nicht geil aus. Es sehen alle irgendwie nicht so richtig gut aus. Ne? Und die anderen hatten ja leider keine Schuhe. Weil wir sind halt auch laut dann. Ne, das sind die bürgerlichen Schlappen, das sind die Arbeitsstiefel. Und die edlen Schuhe sind halt... Ja, aber wenn die halt hier oben nicht so hoch werden, dann wäre das auch ganz cool. Die Jagdstiefel bringen halt auch nichts gerade. Die sind halt praktisch wie unsere. Ich glaube, die haben wir sogar. Bin mir nicht sicher. Es ist schwierig. Weil wenn wir jetzt mal unsere angucken, das sind jetzt aktuell unsere, ne? Die wir anhaben. Und die bürgerlichen Schuhe, die sind halt alles sehr bescheiden. Eigentlich sind die dunklen Reiterstiefel am besten. Also am besten, ne? Wegen hier. Beinrüstung, ne? Gerade hier kriegen wir gerade noch ein bisschen mehr hoch sogar. Ja, ich glaube, die nehmen wir. Sehen jetzt nicht ganz... Hoppala. Sehen jetzt zwar nicht ganz geil aus, aber... Naja. Ja, die werden hier sogar noch ein Ticken besser, aber... Die edlen Schuhe, da wird man gleich bleiben. Fußwickel gehen wir nur in der Wucht ein bisschen hoch. Jagdstiefel natürlich, ne? Aber die sind mir irgendwie alle zu hoch. Können was Flaches. Ja, die hier, das wäre halt dann, ne? Der Lederstiefel. Die wären jetzt zum Beispiel auch nicht schlecht. Die Reiterstiefel. Die sind so hoch. Ich meine, der muss ja nicht gut aussehen dabei. Er muss halt, es muss halt funktionieren. Aber die... Welche waren das jetzt? Die Reiterstiefel waren das, ne? Wurden da jetzt hier die 4-4? 5-5-2, so, ja. Welche waren das jetzt? Die hier waren es, die Lederstiefel. Arschteuer. Machen auch mehr Geräusche dann damit. Aber die haben halt 4-4-4. Auch in der Wucht. Na dann, nehmen wir die mit. Nehmen wir die. Und wir können ja leider nichts verkaufen, ne? Die können wir ihm mal geben. Und alles andere können wir ja nicht verkaufen, weil wir es ja noch brauchen. Also. Na, dann falschen wir mal. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Wenn wir ein bisschen weniger bezahlen, bin ich voll dabei. Machen wir mal. Gehen wir mal, steigen wir mal bei 380 ein. Darauf würde ich fast... Ah. Nochmal? Weil du es bist. Das ist zu wenig. Ja, also 405 nehme ich mit. Ah, das ist... Das ist okay. Wir haben auch schon einiges gespart. Nicht viel, aber wenigstens etwas. So, Rüstung. Wir ziehen die Lederstiefel an. So. Nicht ganz cool, aber da geht es mir eher um hier. Klar sind wir jetzt ein bisschen lauter geworden, aber es ist egal. Aber wir haben dann eben hier noch ein bisschen mehr Rüstung und alles. Und wir haben dann eben mehr Stich, Schlag und Wucht und alles. Ne? Das passt jetzt erstmal. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir nicht mehr viel Groschen, ne? So viele Groschen haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt noch 400. Es ist dann eher die Frage so, gehen wir jetzt mal hoch nach Scarlet's, würde? Machen wir die Quest weiter. Aber ich glaube, ich würde mal hoch nach Scarlet's gehen. Wie viel Gewicht können wir denn tragen? Genügend. Wir sind nämlich sehr, sehr wenig haben wir. Dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Von mir aus können wir auch erstmal ein Buch lesen. Dabei und dann gehen wir pennen. Und dann würde ich sagen... you
das ist ja super. Gut, ich habe... Ja, egal. Wahrscheinlich ist das schon zu niedrig für uns zum Lesen. Weil wir es schon gut, weil wir es schon können. Okay, dann, was drücke ich denn hier die ganze Zeit? Dann gehen wir zurück, ab nach Hause und gehen pennen. Damit wir unsere Energie voll haben. Ja? Ja, vielleicht können wir jetzt auch mit der Theresa spazieren gehen. Lass uns mal gucken. Du bist wahrlich eine Augenweide. Bock auf spazieren gehen? Also, wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Jetzt ist es mir leider zu spät. Ach. Hol mich untertags ab. Dann gehe ich gerne ein wenig mit dir spazieren. Wie die verehrte... Du Schelm. Okay, also. So gefällt er mir schon vom Äußerlichen wesentlich besser. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Wir können jetzt nochmal was essen. So, wir sind überfressen. Das ist aber okay. Ich setze mich immer hin. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, und dann einmal schlafen bitte. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen Geld farmen am nächsten Tag dann. 11 Stunden, jawohl, das braucht er. Weil er ist schon ziemlich durch. Weil eben zu viel gesoffen. Okay, also. Wir müssten eigentlich auch mal gucken, was wir jetzt mittlerweile im Schwertkampf haben, ne? Vielleicht können wir dann uns auch mal, oh, jetzt habe ich mir auf E gedrückt, ein neues Schwert irgendwann mal leisten. Ein besseres. Wir sollten jetzt da halt auch mal ein bisschen drauf gucken, dass wir da nicht nur questen und machen und tun, dass wir uns halt auch mal ein bisschen ausrüsten, ne? Unser Inventar, was haben wir denn hier? Das lasse ich jetzt mal dabei. Biancas Ring mache ich jetzt mal hier rein. Die Fackel haben wir noch mit, das passt alles. Die Bücher möchte ich gerne wieder verkaufen. Die Türenschlüssel haben wir hier noch. Die wir ja leider nicht rüberkriegen, die haben ja auch kein Gewicht und so, ne? Aber das passt ja. Die Jagdpfeile haben wir hier. Und Jagdpfeile. Hat er jetzt gerade alles wieder eingepackt? Ne, er hat sich komplett ausgezogen. Weil ich eh gedrückt halte. Also nochmal alles mitnehmen. Inventar, also Biancas Ring kann da mal rein. Zwei Fackeln können da rein. Eine habe ich noch dabei, jawohl. Die Jagdpfeile können da rein, wir brauchen nicht alle. Wie schwer sind die? Ja, obwohl, nee, die können wir drin lassen. Den Türenschlüssel können wir da rein machen. Das Magdeburger Schwert. Können wir das mittlerweile tragen? Mindeststärke 11. Stärke haben wir was? 9. Bald können wir es tragen. Stimmt ja, da brauchen wir uns keins kaufen, weil wir da eigentlich ein ganz gutes hatten. Ist das jetzt ein Langschwert? Das ist ein Langschwert, okay. Die Schaufel haben wir noch mit. Die würde ich jetzt erstmal hier verschieben. Würde ich erstmal hier reinmachen. Türenschlüssel können wir ja leider nicht wegmachen. Und dann passt das erstmal. Und dann können wir uns jetzt erstmal wieder komplett anziehen. Magdeburger Schwert habe ich noch dabei. Wo ist es? Da. So. Und die Knöcheldinger, glaube ich, ne? Aber ist ja jetzt erstmal egal. Erstmal die Rüstung. So, dann sind wir jetzt erstmal wieder komplett angezogen. Etwas Banditenschwert ziehen wir an. Dann nehmen wir mit. Rustikaler Eschenbogen. Oh, wir haben 2 sogar, ne? Muss ich einmal wegmachen. So. Und das Schild noch. Und dann Inventar. Bögen, wo sind sie? Der kann weg. Okay. Also, dann haben wir es doch jetzt. Wie sieht's aus mit dem Essen? Sattheit 81. Können wir nochmal was essen? Nein, können wir nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Scarlet's. Gucken, ob wir da noch ein bisschen was looten können oder so, ne? So hart, wie es klingt. Wir könnten jetzt natürlich auch Wildtiere jagen gehen und so, ne? Aber jetzt gucken wir mal, ob wir Glück haben. Wäre ja gar nicht mal so verkehrt.
Und geklaut ist das ja alles nicht. Ne? Ich hätte vorher speichern sollen. Aber rein theoretisch könnte man das dann irgendwann auch mal eigentlich auf dem Rückwärtsgang reiten. Untersuchen. Nee. Ignorieren bitte, danke. Dass wir das mal aufgedeckt bekommen alles. So. Nun gut. Zieh mal dein Schwert. Hast du dein Schild in der Hand? Ja, hast du. So, wo müssen wir rein? Einmal außenrum. Klar, es ist jetzt nicht die feine englische Art, was wir jetzt hier machen, aber irgendwie müssen wir ein bisschen an Geld kommen. So, dass wir so nochmal ein, zwei Sachen kaufen können. Gerade den Harnisch nochmal zum Beispiel. Also hier, ne, hier unten drunter die Körperpanzerung, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Da haben wir noch Sporen und da haben wir noch einen Ring. Ah, Biancas Ring hätte man noch anziehen können. Naja, egal. Bianca ist Geschichte, wir wollen die Theresa. Wenn wir das irgendwann mal geschissen kriegen. Also ich. So. Dann gucken wir mal. Ob wir nochmal Krügel-Lück haben. So wie das letzte Mal, ne? Wo wir das Magdeburger Schwert gefunden haben und alles. Ist ja sehr viel wert. Wir können es leider noch nicht tragen. Da fehlen uns jetzt noch zwei Level. Und dann können wir es tragen. Gucken, ob da was ist. Jawohl, da bekämpfen sie sich. Wir gucken uns das jetzt mal an. Weil nicht, dass wir jetzt denn hier noch abkriegen. Ich weiß nicht mal, wer hier was ist. Wer hier böse ist. Das nennst du kämpfen? Toll. Mehr hast du nicht drauf? Toll. Warum ist alle zwei auf mich? Ah. Ich sag einfach nichts dazu, okay? Ich sag einfach nichts dazu. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind wieder hier. Aber voll equipped, ne? Ne, nein, nicht ganz. Warum sind denn jetzt alle beide auf uns? Also, nochmal. Also es waren, also die Roten sind für uns und die anderen nicht. Okay. Was war denn das jetzt? Klasse. Ganz komisch, aber wir sollten unbedingt hier noch vorbei. Ihr seht ja, da ist noch eine Stadt und so, ne? Wir sollten unbedingt mal hier vorbeireiten. Dass wir das mal aufgedeckt haben. Ganz komisch. So. Also nochmal von vorne. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen warten, bis sie sich hier ja, gegenseitig umgemetzelt haben ein bisschen. Also, da willst du nur hin, willst einfach nur ein bisschen beklauen und dann sowas. Vielleicht kriegen wir ja auch den Helm oder so, ne? Wo man, oder irgendwas anderes, wo man dann behalten können. Ja. Es geht natürlich auch, wir müssen nicht uns immer alles kaufen. Ne? Wir können das auch ruhig binden. So, jetzt gucken wir nochmal, was hier abgeht. Einer von denen ist schon tot, habe ich gerade gesehen. Aber ich weiß halt nicht, sind das jetzt alles Gegner oder nicht? Ja, das sieht mir danach aus. Und das ist dann ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie viel Retterschnaps haben wir noch dabei? Müssen wir mal gucken, ob wir den noch gekauft kriegen. Zwei Stück. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Was hast ja. du hier zu sehen? Lebensmittel. Mehr hast du nicht drauf? Das sind zu viele. Trau dich doch. Nee, ich will eigentlich nicht. Du bist tot. Die sind sackenschnell, ne? Das ist eine Freude.
Keine gute Idee. Soll das etwa alles sein? Was ist los? Also zwei sind zu viel. Aber. Verflucht! Du wirst leiden. Vor allem, ich weiß nicht, vom welcher als erstes angriff, ne? Ja, das ist. Ja, das ist. Also zwei sind zu viel. Das überleben wir nicht. Ja, vor allen Dingen das dann immer, ne? Das nennst du. Was? Ich verstehe auch nicht, was das hier ist. Ja, Gott, wir lassen uns sterben. Wir hätten speichern vor uns, da müssen wir nicht wieder hier hochlaufen. Ja, zwei sind zu viel. Einer okay, damit kann ich mich noch abfinden, ne? Aber zwei sind zu viel. Wir probieren das weiter. Bis wir das haben. Schade eigentlich, ne? Manchmal würde ich mich fragen, ob man mit dem Controller hier ein bisschen besser klarkommt. Gerade mit dem Kämpfen, ne? Mit dem Seitenhieb und alles. Da habe ich öfters mal so meine Problemchen. Ich müsste mir auch nur mal die Kombos merken. Wir haben zwar Skills freigeschaltet, aber irgendwie merke ich mir die nie. Das können wir jetzt gleich mal machen. Hinterhalt. Oh, wir haben mal Glück gehabt. So, und zwar haben wir ja die Kombos freigeschalten. Für unseren Kampf. Schwertkombos, ne? Hier das hier zum Beispiel. Ja, da müssten wir einmal links, einmal rechts unten und in die Mitte. Oder eben die hier links unten, Mitte, Mitte. Muss ich mir mal merken. Links unten, Mitte, Mitte. So, damit wir jetzt dann nicht immer wieder laden müssen, also da hochlaufen müssen, werde ich jetzt hier vorne mal speichern. Aber so ist es jetzt für uns, auf gut Deutsch gesagt, am einfachsten an Kohle zu kommen. Damit wir einfach mal ein bisschen ausgerüsteter sind. Also was war das jetzt? Links unten, Mitte, Mitte, ne? Ja, links unten, Mitte, Mitte. Erstmal mal gucken, ob ich wirklich speichern möchte. Ja, ich möchte speichern. Das sah jetzt gut aus. Okay. Jetzt gehen wir mal da rein, jetzt gucken wir uns das mal an. Weil hier liegen ja schon ein paar rum. Wie er gleich zu mir kommt, ne? Was ein Kuddelmuddel. Das sieht doch mal besser aus. Weil die jetzt auch mal überlebt haben hier alle, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ein knappes Schwert. Wir müssen auch erstmal gucken, wie teuer das ist. Also wie schwer das ist, nicht wie teuer das ist. Das ist knappes Schwert jetzt. Nee, ist bei dem Schwert. Hat Alter auch schon... Ja, gut, es geht eigentlich noch vom Gewicht her. Doch etwas oder nicht. Wir nehmen die jetzt alle mit. Magdeburger Schwert nochmal, sehr schön. Streitkolben lassen wir jetzt erstmal. Was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir eine schöne Metallaxt. Halt, wartet.
Sehr schön. Wie sieht's aus? Noch einmal Platz. So, jetzt haben wir einmal die Knappenschwerter, haben wir jetzt ein paar. Das Magdeburger Schwert, das ist ganz geil. Das ist auch. Uiuiuiui. Okay, also wenn wir nur einen Bruchteil davon kriegen, dann bin ich schon zufrieden. Wir müssen das erstmal eh alles verkauft bekommen. Italienische. Melanie der Brigade, ja. Guck mal, jetzt hätten wir hier eins, ne? So ein verziertes. Nehmen wir jetzt mal mit. Wir nehmen auch den Silberring mit. Die Groschen nehmen wir natürlich mit, das ist ganz klar. Das passt mal auf. Lasst mal schauen, Rüstung. Das wäre das hier. Das können wir mitnehmen. Das können wir auch anziehen gleich. Auffälligkeit. Okay. Weil das wahrscheinlich defekt ist, ne? Müssen wir da mal gucken. Verziertes bayerisches Kettenhemd ist das, ne? Bayerisches? Byzantinerisches? Dolch haben wir hier, das brauchen wir nicht. Dunkler Arnisch, dunkler Jopon. Machen wir mit. Groschen nehmen wir jetzt mal mit. Hey, wer ist da? Niemand. Oh, guck mal hier, silberne Sporen. Ist nur die Frage. Ich nehme es jetzt mal mit. Wir müssen nicht alles mitnehmen. Aber das gerade, was hier so viel wert ist. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Es ist auch ziemlich kaputt und alles. Was ist hier los? Werden wir nicht viel kriegen. Müssten wir es erstmal reparieren. Und dann ist eher die Frage, ob wir da auch noch wirklich was dafür bekommen. Ah, hier, da, guck mal. Nürnberger Plattenhandschuhe, interessant. Da hätten wir einen interessanten Helm. So ein Halb, also so umschlungenen Helm, ne? Nehmen wir jetzt auch mal mit. Noch haben wir ein bisschen Platz. Körper aufheben, plündern. So, dann haben wir den Nasending. Den Dietrichen nehmen wir mit, ist ja ganz klar. Schnaps, Verbände, Wein. Verniedete Handschuhe. Gucke ich mir mal an. Die gucke ich mir mal an. So. Das passt mal auf. Ah, die Dietrich ist. Ah, okay, dann lassen wir den, dann lassen wir das hier fallen, weil die sind geklaut. Weil es unsere Wachen sind, ne? Schade. Ja, okay, dann lassen wir es wieder fallen. Weil wenn das geklautes Zeug ist. Schade. Oh ja, okay, die sind, ja. Der ist einfach nur kaputt, okay. Das heißt, wir müssten nur die Banditen plündern. Das ist ein Händler. Na, hier wäre auch alles wieder geklaut, ihr seht's ja. Aber hat er ein paar Groschen dabei? Nee. Okay. Nochmal ein Händler. Aber das können wir ja unten verkaufen. Bei dem anderen. Ist das jetzt geklaut? Ah, oh, ist mir überladen. Ja, es ist auch geklaut. Jetzt sind wir überladen. So eine Bescheidung. Bescheiden Dingens. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ja gut, das ist der Tag. Können wir mal fallen lassen. Ja, da werden wir halt noch sichtbarer Geräusche hören. Das verkaufen wir alles. Der hier wäre mal dann interessant. Ich hätte halt gerne hier noch was gehabt. Ja, weil wir wollten ja eh zurückreiten, das ist ja kein Problem. Aber liegen nur hier, ne? Okay. Wie jetzt er zum Beispiel, er hat jetzt den edlen Kettenhaube. Müssen wir uns mal angucken, was das ist. Ja, das sind dann die Handschuhe hier und alles. Ja gut, er hat die gleichen.
Der hat einen interessanten Helm, die italienische Beckenhaube. Ist halt extrem viel wert. Es sind halt Schulterplatten, das ist halt so ganz, ne? Sind ja hier an der Seite. Das möchte ich nicht ganz. Klar sind wir dann richtig equipped und eigentlich alles, aber irgendwie, weiß nicht. Das wäre mir dann schon fast zu viel. Ja, die müssen wir mitnehmen, die sind arsch viel wert. Gerade wenn wir sie verkaufen dann, ne? Passt mal auf. Wie sieht denn das jetzt aus? Ich lasse das Zeug jetzt hier nochmal fallen. Ein paar Kilo sparen. So, Rüstung. Das wäre der dunkle Harnisch, okay. Und das wäre der, der schon ziemlich kaputt ist. Aber das wäre dann der hier, ne? Ihr seht ja hier oben dann noch. Da wäre das gefällt mir, aber der hier gefällt mir mehr. So, das wäre die italienische Haube. Das wäre das Mailänder Teil da. Das wären die Teile an der Seite. Das sieht natürlich auch richtig gut aus. Das wäre dann das offene. Das würde ich sogar schon fast eher mitnehmen. Irgendwie, gefühlt. Und das war's dann auch. Und das ist ja er hier, den wir dann später anziehen. Okay. Dann heißt das jetzt für uns. Hoppala. Dann heißt das jetzt für uns, wir haben sie eigentlich gelootet, ne? Oder haben wir hier noch einen? Oh. Mit Visier. Dunkler Aachener Brigant. Mal gucken. Groschen. Kleines Schmiedeset. Die müssen wir mitnehmen. Ganz klar. Silberring nehmen wir wieder mit. Und das ist ein Wappenrock. Okay. Wartet mal, ich hatte doch jetzt... Oh, sieht auch nicht schlecht aus, irgendwie. Ach, das wäre der hier, ne? Ja, müssen wir mitnehmen. Auch wenn sie halb kaputt sind und alles, aber da kriegen wir ein bisschen Geld dafür. Ich hätte doch jetzt diese komische Haube da mitgenommen, oder nicht? Da. Genau, das wäre dann hier nochmal so, statt hier unten, ne, das hier. Hier so der... Wir können mal kurz das ausziehen, dann sehen wir es. Ja, wenn wir das anziehen würden hier, da hat man so Kettenhelm drum. Das ziehen wir auch an. Das Kettenhemd. Ziehen wir jetzt so einen an? Mit Klappvisier? Nee, das sieht nicht gut aus. Irgendwie cool, aber sieht nicht gut aus. Offen? Oder zu? Sieht das so fett aus, gell? Ja, jetzt passt mal auf. 21, 24, 14. Ja, wäre halt schon... Ja, wir machen halt mehr Geräusche und alles, ne? Mehr Sichtbarkeit, aber Auffälligkeit, okay. Aber wir kriegen hier, guck mal, in der Wucht hier, im Stich, kriegen wir 21. Da kriegen wir auch 4 dazu. Und hier kriegen wir 1 dazu, ne? Gerade im Stich und im Schlag. Ja, sollte man den hier schon anziehen. Okay. Dann haben wir das doch mal. Dann sehen wir doch halbwegs gescheit aus. Jetzt ziehen wir dann noch die Rüstung unten an. Die hier. So. Müssen wir reparieren. Ist ja ganz klar. Es wird uns jetzt auch Geld kosten. Aber dann sind wir schon mal halbwegs gescheit equipped, würde ich sagen. Es sieht ganz gut aus. So können wir rumlaufen. Okay, sehr schön. Dann. Autohü. Ab aufs Pferd. Können wir eigentlich. Nee, ich glaube, wir könnten auch die Satteltiere benutzen, ne? Ja, die Satteltaschen. Aber ja, jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt macht uns mal die Map auf hier. Und wir müssen jetzt erstmal einmal, können wir uns die Wegpunkte setzen, Marker. Da müssen wir hin. Jawohl. Und da reiten wir jetzt los. Jetzt machen wir mal ein bisschen Sightseeing. Ein ganz kleines bisschen Sightseeing. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ja, jetzt warten jetzt mal so ein paar Folgen jetzt, oder jetzt auch dann die Heimkehr wieder. Wo nicht viel passiert, nicht viel Story und so. Aber wir haben uns jetzt mal gut equipped mittlerweile, sehr gut. Wir haben nochmal ein Magdeburger Schwert gefunden, was mir gefällt. Und dann passt das erstmal. Jetzt machen wir uns auf dem Heimweg.
Können währenddessen noch ein paar Sachen erkunden, damit die Map einfach ein bisschen aufgedeckter ist, sage ich jetzt einfach mal, und dann passt das. Ne? Mal gucken, was auf dem Heimweg alles so passiert, würde ich mal sagen. Also, wenn es euch doch gefallen hat, hoffe ich, dass es euch gefallen hat, so eher. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.